Was ist hier jetzt anders? Das sind 3 blaue Autos. Und hier sind ganz, ganz viele von den Kackautos. Und LKWs sind immer noch ganz viele da. Und hier ist alles gleich geblieben, glaube ich. Oh, fuck. Oh. Na, die sind ein bisschen schneller. Game over. Ah, ja. Ich bin Kim. Und Peng. Das ist der Frosch. Tim Elskel. Kenn ich nicht. Team Elskel. Team Elskel. Nee. Ja, bei dem einen Level war es ja Bob Marley. Das fand ich irgendwie sehr. Hey, ich hab doch vorher. Ah, Mann. Ja, das Ding ist. Wenn man dann schnell drücken will und 2000 gleichzeitig drückt, dann werden mitunter nicht die richtige genommen, die man wollte. Oh. Ja, ich achte so auf die Schildkröte, dann geht sie wieder hoch, ja, ja, und dann auf einmal die Schlange. Oh, hallo. Den werten roten. So. Oh. Auf die LKWs geachtet. Oh, hier ist die schnellen anderen Autos auf der anderen Spur. Oh, fuck. Ja, lustig. Was soll ich denn da machen? Ah. Oh, das war ein Lauf. Komm hoch. Bitch. Okay. Nein! Ah! Fick dich, Spiel! Mann! Ja, ich bin bereit. Spiel ist noch nicht bereit. Ja, ich spring immer dann, also ich drücke dann und dann sehe ich. Also, beziehungsweise. Ah, das Bild ist halt schneller, als mein Kopf geht, weil ich drücke halt und hab gedrückt und dann sehe ich, oh, ist gerade untergegangen. Dankeschön. So. Wenn ich hier irgendwie schnell bin, bekomme ich immer 50 Bonuspunkte. Ey! Immer wenn ich da drauf möchte, geht die blöde Sau unter. Blöde Schildkröte, wer macht denn sowas? Ja, du Hure! Ah! So, komm her, du Ding. Komm her. Schildkröte, Schildkröte, Schildkröte. Oh mein Gott! Dieses Spiel macht aggressiv. Ah! Ja, ich weiß. Ja, komm, jetzt tu nicht so cool spielen. Jetzt komm. Machen wir das nochmal. Dann wissen wir wenigstens, wo unsere Babys sind. Meine Fresse. Ja, Schlange. Fühlst du dich cool? Ja, jetzt bin ich auf den. Mann, ich achte nicht immer auf alles. Und als Kind sind wir bis zum scheiß Wolkenlevel gekommen. Wie haben wir das geschafft? Ich versteh's nicht. Hat auch aber bestimmt auch ewig gedauert einfach. Aber das Wolkenlevel und so, die waren richtig geil. Hallo! Ich bin doch gar nicht nach vorne gesprungen, Spiel. So. Hab wenigstens irgendwas geschafft. So, Roti. Du gehörst mir. Naja, du gehst unter, ist schon klar. Hab die Masche langsam verstanden. Ah! Na! Ah.
So, Kollege. Es ist der Scheiß ernst. Ja, springen wir einfach unter das Auto, ist kein Ding. Ich frage mich, warum sie dieses Spiel erfunden haben. Wegen den Krötenwanderungen hier, weil immer Frösche überfahren wurden und dann so. Achtung, Autofahrer, Frösche haben es sehr schwer. Achten Sie. Bremsen Sie auch für Frösche. War bestimmt sowas. Mit Sicherheit. Klingt total plausibel. Hey, das ist doch eine Scheiße. Bei dem Stamm komme ich zu der Scheißschlange und wenn ich warte, kommt die andere Scheißschlange und isst mich. Und sonst gehen die blöden Schildkröten unter. Du kannst hier nichts machen bei diesem blöden Spiel. Und sonst drückst du einfach einen Knopf zu weit und dann landest du wieder im Wasser. Seit wann können Frösche überhaupt ertrinken? Ich verstehe es nicht. Ihr seid Amphibien. Und eure Babys, also bevor sie Frösche sind, sind sie Kaulquappen. Und die schwimmen nur im Wasser. Die haben Kiemen. Warum? Warum könnt ihr also ertrinken? Ich verstehe es nicht. So eine Scheiße hier. So. Hier. Da. Ah, wieder die geile Schlange, die wir alle so lieben. Fick die Schlange. So. So. Auf das Krokodil, ist mir egal. Von so eine ganz normale Straße mit ganz normalen Autos. Aber es sind da so Schildkröten im Wasser und eine Schlange und ein Krokodil. Zwei Stück sogar. Oh ja, geh halt unter. Ja, ich muss erstmal was trinken. Ja, das geht doch nicht. Das, Yay, freuen wir uns. Soll ich vielleicht mal... Ich hasse es. Aber bei dem Level weiß ich, glaube ich, sogar noch, wie man am besten läuft. Das Ding ist, Bienen kommen und verfolgen mich und die stechen dich kaputt. Nee, das war nicht der richtige Weg. Ich glaube, man muss rechts rum. Oh, oh. Nee, muss man nicht. Wie war denn das? Ich dachte, ich wüsste das noch. Verrückt. Oh, oh. Oh. Okay. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Oh mein Gott! Drück die Taste! Nee, das geht so nicht. Man muss, glaube ich, komplett außen rum. So, dann habt ihr nur die am Arsch kleben. So, und dann hier, einmal zu weit gesprungen. Ja, jedenfalls sind das hier die Level und ich finde es eigentlich ziemlich cool, weil es einfach so abwechslungsreich ist, aber auch so scheiße. Wow, mein Gott. Vor allem, so Bienen stechen einfach mal einen Frosch kaputt. Boah. Okay. Nee, wir sollten uns echt hierauf konzentrieren, dass wir wenigstens mal einen so einen Block durchbekommen. Dann können wir uns auf die nächsten Blöcke konzentrieren. Aber ich hatte gerade echt keinen Bock mehr auf dieses Level, wie man vielleicht gemerkt hat. Ey! Und es geht weiter. Diese Schildkröte ist einfach so, oh, ein Frosch setzt sich auf mich. Hm, ich gehe mal unter. So eine Bitch. Ja, Schlange ist okay. Ja, jetzt kommt hier wieder der... Irgendwie ist das Timing manchmal so beschissen, dass man einfach auf nichts kommt und dann von der Schlange getötet wird. Wie auch immer das möglich ist. Also ja, okay, doch. Aber der Frosch ist halt so groß hier.
Du blöde Schildkröte. Ey, wenn ich dich mal erwische. Hallo, Stamm! Oh! Meine Stimme geht ganz weg, ey. Und mein Leben ist auch weg. Hurra! Kann ich nicht mal ein neues Leben bekommen? Das wäre voll nett. Ich bin der Froschvater, der sich hier voll abrackert, damit die kleinen blöden Babys nach Hause kommen. War ein extra Leben doch voll angebracht, oder nicht? Ich will ein extra Leben. Ah, du bist die Bitch, die untergeht. Oh nein. Okay, es ist immer die mittlere Bitch, die untergeht. Das muss ich irgendwie gucken, dass ich das merke. Und auf die nicht mehr drauf gehe. Aber wir schaffen das noch. Ich bin da ganz optimistisch. Wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit. Du bist die Bitch, die untergeht. Okay, dann gehe ich auf dich. Meine Zeit ist gleich einfach mal weg. Oh. Ja, das war nicht zu vermeiden. Du gehst nicht unter. Okay, das ist nett von dir. Du gehst unter. So, und auf dich gehen wir drauf. Und dann haben wir den roten schon mal. Schön. Das war dumm. Also wollte ich zu schnell sein. Ja, ist wieder die Bitch hier. Schon wieder. Ich möchte wieder auf den ganz normalen stammen. Dem keine Bitch ist. So. Mehr Punkte. Ich will ein extra Leben. Ich hab den niederen Frosch mitgenommen. Ach, fuck. Ey. Ihr seid so rücksichtslose Scheiß-Autofahrer. Lernt mal Autofahren. Man rast nicht. Ja, genau. Ich springe in den Arsch vom LKW und sterbe. Ja, ich springe. Ach, das ist doch. Nö. Ja. 1000 Tode sterben, sag ich da nur. Dass man da als Kind nicht total ausgerastet ist und den PC aus dem Fenster geschmissen hat. Du bist die Bitch, die untergeht, du bist die Scheiß-Bitch. Ja. Alles toll überwunden und dann auf einmal ins Wasser springen. Okay. Ich dachte, die vorherige Schildkröte geht unter. Wollte warten, dann sah ich, die andere geht unter, wollte nach vorne springen, hab nicht gesehen, dass da die Scheißschlange ist. Hä, was? Der Biber tötet mich? Warum? Hab ich gerade dieser scheiß Biber getötet? Ist dein Ernst? Ah! Ich habe keine Worte für dieses scheiß Trauerspiel. Nee, heute ist nicht mein Tag. Wir haben ein Level mehr geschafft und uns die Bienen angesehen. Das ist auf jeden Fall total der Fortschritt. Bis zum nächsten Mal.